Hallo und herzlich willkommen zu Naturheilschulen Gespräch. Mein Gast ist heute Sonja Schmitz-Havert. Hallo Sonja. Hallo Attila. Wir sprechen heute über Atmung und Stoffwechsel. Und Stoffwechsel ist natürlich etwas ein sehr wichtiges Thema, denn es ist nicht egal, was in unserem System passiert. Es ist auch nicht egal, was wir in den Körper hineinführen und wie das Ganze, weil das ja, wie es so oft gesagt wird, das ja wirklich auch die Basis eigentlich unserer Gesundheit und unseres ganzen Immunsystems ist. Magst du uns ein paar einleitende Gedanken dazu geben, Atmung und Stoffwechsel, wie das zusammenhängt? Ja, natürlich, sehr gerne. Wir haben ja, wenn wir über Stoffwechsel sprechen, da haben wir ja ganz viele beteiligte Organe. Das ist einmal natürlich der gesamte Verdauungsschlauch vom Mund angefangen bis zum Anus, wo der Magen ja die einzige natürliche Aushöhlung ist, sozusagen als Speicherorgan und ansonsten meterlange Darmschlingen. Und aus diesen wird ja dann die Vitalstoffversorgung des Körpers gewährleistet. Und dem angeschlossen sind aber natürlich auch die Organe, so wie Leber und Bauchspeicheldrüse, wo dann die Verdauungssäfte in den Darm hineinfließen. So, was haben wir jetzt, was hat das jetzt mit der Atmung zu tun? Wir kennen alle die Situation, wenn wir angespannt sind oder wenn wir Angst haben oder wenn wir unter Stress stehen, verändert sich unsere Atmung. Und zwar in der Regel so, dass wir brustatmungslastig atmen und die Bauchatmung vernachlässigen. Dabei ist die Bauchatmung gerade das Entscheidende, wenn es auch darum geht, beispielsweise den Darm zu stimulieren. Die richtige Atmung kann ein gutes Training für unsere Organe sein, denn durch die Atmung haben wir ja diese ständige Bewegung von Zwerchfell und Beckenboden, also es gehört zusammen, das sind so zwei Muskelschichten und mit jeder Atmung wird hier sozusagen ein Reiz ausgeübt und die Organe werden dadurch trainiert, massiert, alle Organe, die sich da zwischen dem Zwerchfell und dem Beckenboden befinden. Das ist nun mal der Darm und das ist eben auch die Leber und das ist der Magen und das sind eben die Dinge, die an unserem Stoffwechsel beteiligt sind. Und eine falsche Atmung, eine schlechte Atmung, eine Atmung, die wir im Stress, im Alltag, nämlich über die Brust machen, vernachlässigt das völlig. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt, den ich ganz kurz da erläutern möchte, nämlich, dass alle Verdauungsorgane mit Schleimhäuten ausgekleidet sind. Und diese Schleimhäute werden vom vegetativen Nervensystem innerviert. Und auch die Atmung ist diesem vegetativen Nervensystem angeschlossen, sodass ich hier auch nochmal eine Verbindung habe. Wenn ich ruhig atme, aktiviere ich den Parasympathikus, der wiederum sorgt dafür, dass die Verdauungssäfte fließen, dass der Darm sich entspannt. Und wir kennen das auch, dass die Verdauung in der Regel besser ist, wenn wir entspannt sind und wenn wir aufgeregt sind, dann eher Störungen auftreten. Entweder zu viel oder zu wenig Bewegung. Ja, das ist, also es gibt da ganz, ganz klare Zusammenhänge. Und kannst du noch außer dem Magen so das gesamte System noch ein bisschen erklären? Wie wirkt das Sauerstoff? Also sind die Wirkungen von Sauerstoff und was ist jetzt sozusagen diese muskulare Wirkung, also allein die Bewegung? Wie bewegt das das ganze System oder wie wirkt das auf das ganze System? Sauerstoff brauchen wir, um unsere Zellen zu ernähren. Das ist sozusagen der Brennstoff für die Mitochondrien, um Energie zu erzeugen. Ja. Und mit der Atmung beeinflussen wir ja die Menge an Sauerstoff. Und interessanterweise ist es nicht die Einatmung, was viele denken, ich muss viel einatmen, sondern das Entscheidende ist die Ausatmung. Wir nehmen mit der Einatmung Luft auf, die bis in die Lunge geht. Und nur erst bei der Ausatmung verteilt sich der Sauerstoff im Körper bis zur Zelle. Das ist die sogenannte innere Atmung.
Und von daher ist das Entscheidende für die Energiegewinnung eben die Ausatmung. Wir wissen das vom Sport, dass die Sportler vor einer Anforderung, vor einem Fußballspiel oder was auch immer, die machen ganz gezielte Atemübungen, um möglichst viel Sauerstoff in ihre Muskeln zu transportieren. Und was man eben nicht vergessen darf, ist, dass auch der gesamte Verdauungsschlauch mit Muskelzellen ausgestattet ist, die auch alle Sauerstoff benötigen. Und auch hier können wir eben durch die Atmung beeinflussen, wie gut funktionieren unsere Organe wie der Darm, ganz besonders der Darm, die Bauchspeicheldrüse und die Leber selbstverständlich auch. Aus der Leber kommen die Säfte für die Fettverdauung, in der Galle werden sie gespeichert. Die Bauchspeicheldrüse hat auch jede Menge Sekrete für unsere Verdauung. Und der Zusammenhang ist auch in der Praxis immer wieder zu sehen, wenn ich mit Reizdarmerscheinungen, das sind ja diese klinischen Krankheiten, die aufgrund von Störungen im vegetativen Nervensystem häufig auftreten können. Es ist total spannend, dass du die Ausatmung, also dass du gesagt hast, dass die Ausatmung fast das Wichtigere ist. Da fällt mir ein, dass zum Beispiel einer der klassischen Grundatemübungen im Yoga, da geht es ja auch darum, man atmet ein, macht eine Pause, dann atmet man aus. Und beim Ausatmen, da gibt es noch so einen Schritt, so man drückt noch, man prescht noch ein bisschen nach. Also es ist schon faszinierend, wie sich diese Welten, wie die ineinander greifen. Kannst du uns vielleicht eine kleine Atemübung empfehlen, vor oder nach der Mahlzeit? Gibt es da etwas, das uns da zum Beispiel helfen kann? Ja, definitiv. Und zwar würde ich, um den Verdauungsprozess jetzt vielleicht zu beruhigen oder zu unterstützen, würde ich empfehlen, ich atme durch die Nase ein und gedanklich zähle ich vielleicht bis 2 oder 3. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, welchen Atemrhythmus ich habe. Und die Ausatmung erfolgt über den Mund, aber da zähle ich dann ein bisschen weiter, vielleicht bis 4 oder bis 5. Also eine verlängerte Ausatmung und eine verkürzte Einatmung führt dazu, dass das vegetative Nervensystem sehr schnell reagiert, der Parasympathikus, und dadurch dann auch die Säfte besser fließen können und die Verdauung viel besser vonstatten gehen kann. Ich atme ein. 21, 22, 23 vielleicht und aus. Soweit wie es geht. Und ich lasse es dann auch ausklingen und lasse auch die Pause zu, die danach entsteht. Viele denken ja, man hat nur Ein- und Ausatmung. Man hat aber 3 Phasen in der Atmung. Die Pause ist ganz entscheidend, besonders bei allen stoffwechselbedingten Funktionen, die wir im Körper haben. Super, vielen, vielen Dank, liebe Sonja, für diesen Tipp. Ja, das kann man alles bei dir auch übrigens in der Ausbildung lernen. Magst du ein, 2 Worte zu der Ausbildung sagen? Ja, ich freue mich sehr, dass wir in diesem Jahr wieder die Atemtherapeuten ausbilden und im August geht's los. Und die Ausbildung besteht aus 2 Blöcken, A5 Unterrichtseinheiten, immer 90 Minuten, ist vollgepackt mit vielen, vielen Atemübungen. Alleine im Block 1 haben wir 40 Atemübungen, die wir gemeinsam nachvollziehen. Und ihr werdet eine Reise durch die Geschichte der Atemtherapie mit mir gehen dürfen. Und ihr werdet euch wundern, was es für Strömungen gibt und wie auch zum Beispiel die Parallelen oder ja die Vorteile für Sänger und für Musiker und für Vortragsredner, so wie wir ja auch sind, die Vorteile sind da und dass es da auch wieder spezielle Atemübungen gibt. Also, ich würde mich freuen, im Block 2 übrigens dann auch sehr viel praktische Konzepte, Therapiekonzepte zu verschiedenen Krankheiten. Schaut euch da mal auf der Homepage gerne um und ich freue mich drauf. Ja, und was ganz wichtig ist, man kann nicht nur live teilnehmen, sondern eben auch die Aufzeichnungen. Man kann dich natürlich dann übers Forum gerne mit Fragen löchern, dann bist du dann immer erreichbar, richtig, Sonja? Genau. Ja. Dankeschön. Danke, liebe Sonja, dass du hier warst. Danke für diesen Einblick in
dieses spannende Thema. Danke auch an unsere Zuschauer und Zuhörer. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gerne. Tschüss.